damit herzlich willkommen bei Computertipps. Twitter hat ein neues Design rausgebracht und das wollen wir uns heute in dieser Sendung ein bisschen genauer anschauen. Ja? Also, oben sehen wir die Suchleiste. Die ist neu. Da kann man eine Menge suchen. Man muss aber unten Einstellungen vornehmen. Das sehen wir gleich noch. Jetzt gucken wir uns erstmal an. Hier ist natürlich noch alles gleich. Weiter geht's mit dem Profil. Das Profil gibt's oben aufzurufen und oben gibt's jetzt auch Nachrichten, ja? Wenn wir da jetzt mal draufklicken, dann sehen wir haben jetzt noch keine, doch, da haben wir schon welche. Das sind halt die Direktnachrichten. Also so hießen sie früher, heute heißen sie nur noch Nachrichten. Das ist halt ein bisschen besser geworden, man wird nicht mehr durch Direktnachrichten oder so verunsichert, sondern weiß jetzt, was Sache ist. Ja, wir gehen nochmal zurück auf die Startseite. Da sehen wir an der Seite, nämlich hier, haben wir jetzt auf einmal eine ziemlich breite Leiste. Darin sehen wir, wer uns folgt, wem wir folgen. Und wir sehen, wie viele Tweets wir gemacht haben. Und da sind halt auch immer so vorgestellte Kanäle. Hier unten sehen wir das. Und ja, das ist auch neu. Dann kommen wir jetzt zu den Einstellungen. Wenn wir jetzt jemanden suchen, wir geben jetzt einfach mal Nordrhein-TV ein. Dann haben wir hier oben die Auswahl zu gucken, wem, also da können wir nach Tweets gucken, da können wir nach Tweets mit Links gucken, da können wir nach Tweets in meiner Nähe bzw. in deiner Nähe gucken und nach Leuten gucken. Ja? Ja, das sind so die Sachen, die sich verändert hat. Das Design insgesamt ist ein bisschen anders, ja. Wir sehen da oben den Balken, der ist auf einmal schwarz und da können wir dann halt auf Profil und Nachrichten zugreifen. Außerdem haben wir hier Einstellungen, Hilfe, Vorschau verlassen und abmelden, ja? Ja, das sind so die Sachen, die sich verändert haben, aber insgesamt hat sich nichts groß verändert und das nächste Mal übernimmt ein Kollege Niklas Leibel hier in der Sendung. Er macht das für Mac und zwar ein paar Freeware-Programme und das werden wir dann auch mal sehen. Bis dann. Tschüss.